connected. Oh Mann! Ja, ach komm. Ich lass die Bitches tanzen à la Figaro. Oh ja. Es ist Blackout, Shorty kriegt ein Blackout. Blackout, Blackout, Shorty kriegt ein Blackout. Moin Moin, ihr Namen, was geht ab? Blackie ist am Start mit einem neuen Driftzember-Dual-Vlog. Mit dabei wieder Lukas Litt, hallo. Achso, wir sind im Driftzember, ne? Wir sind im Driftzember, heute am 3., glaube ich, bei mir. Und ja, mein Design, das ist heute die zweite Fahrt mit meinem neuen Design. Das heißt, es ist für mich noch brandneu. Und Lukas hat mich auf die geile Idee gebracht. Im Dezember, wir müssen ja alles vorplanen, ne? Wir haben ja jetzt Anfang Mai, wir müssen ja für den Dezember vorplanen, ne? Jetzt wo ihr das seht, das ist ja über ein halbes Jahr geplant, was wir für geile Themen bringen, und wir wollen viele unterschiedliche übers Jahr verteilt bringen, und da hat der liebe Lukas gesagt, wer weiß, fahren wir geradeaus oder rechts? Da hat der liebe Lukas gesagt, wer weiß, wie lange ich dieses Dekor haben werde, lass das doch mal vorstellen, weil jetzt habe ich das noch. Und es sieht einfach pervers aus. Genau heute, vor einer halben Stunde, ist das Design online gekommen, das Video. Ne? Bei Gelegenheit, schaut es euch nochmal an. So pervers, mit der Sonne, wie das jetzt so strahlt, mit den orangenen Dingern. Oh. Ja, vor allem mit diesen ganzen verspiegelten Sachen und du so. Du musst so, ne? Auf jeden Fall das Unicorn nochmal schnell zeigen, bevor du... Ja, das Unicorn! Oh. Ist das nicht niedlich. Ja, witzig, hast du mittlerweile dann vielleicht jetzt schon wieder ein anderes? Wenn das kann sein, weil ich mit denen schon im Gespräch war und die schon gesagt haben, ey, das läuft super, und die haben einfach keine Zeit, sich um Marketing zu kümmern, ne? Dass ich das übernehmen kann und die mir alle paar Monate Neues schicken. Also, Beste. Ja, dann hast du vielleicht sogar schon Neues, aber dann ist auf jeden Fall nochmal ein geiler Flashback jetzt. Genau, mir war halt bei diesem hier wichtig, dass ich recht... wie sagt man das am besten? Ich will nicht unauffällig sagen, aber so nicht so übertrieben. Dezent, genau. Genau, richtig. Perfekt. Lukas, geil. Alle über Rot. Beste da vorne. Genau, es soll dezent sein, aber halt trotzdem einzigartig, ne? Und so, jetzt kann ich die Stelle nochmal zeigen hier. Und es sind halt kleine Sachen drin, so wie die 96 oder die SMC sind halt verspiegelt, was schon gut auffällig ist. Aber dadurch, dass es so klein gehalten ist... dass sie einfach eigentlich schwarz ist, macht es so viel aus. Ja, genau. Und halt diese Neon-Orange und so weiter und die ganzen kleinen Striche. Das ist halt alles echt geil. Ich find's schön. Und... Joch, Lukas. Tja, Lukas, wenn du das im Dezember siehst, dann ist dir das wahrscheinlich peinlich, weil du schon einen ganz anderen Fortschritt gemacht hast. Oh Mann! Ja, ach komm. Jedes Mal die Demotivation durch dich. Ich habe das Gefühl, wenn ich absetze, dadurch, dass das Vorderrad ja die Geschwindigkeit misst, spinnt das am Anfang richtig rum manchmal. Vor allem, wenn das Vorderrad vorher still war. Am Anfang dachte ich, das kommt auf die normale Geschwindigkeit, aber das kann es gar nicht sein, weil manchmal steht da viel zu viel. Ja, ja, so ungefähr, weil da steht dann so 0, 0, 0, ne? Und dann steht da 30, 80, 60... dann wieder 70, obwohl ich langsamer werde und so, und dann denkt man so, hä, das kann alles gar nicht sein. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz, immer noch der gleichen Ansicht, ne? Wheelies sind gefährlich auf jeden Fall. Du hast einen Sticker damit. Wheelies oder so. Ja, ja, du musst es halt können, so, ne? Es macht einen großen Unterschied, und ich verstehe halt auch, wie man sagen kann, ey, Wheelies sind kacke und so weiter, weil es einfach zu viele gibt, die können es nicht und die machen es trotzdem, weißt du, und vor allem mit der Supersportler, weißt du ja, wir sind ja gerade die Gixxer gefahren, dass du da einfach die Wheelies poppen kannst, indem du einfach Vollgas machst und du wirst immer schneller. Und dann gehst du vom Gas runter und landest wieder. Genau, so. Aber du wirst immer schneller und es ist super instabil und das ist einfach kacke, wenn man das macht, ne? Und ich halte mich jetzt für jemanden, der das ganz gut drauf hat, und dann ist es schon ein großer Unterschied. Darfst du das tatsächlich sagen, also wer jetzt noch sagt, du könntest das nicht oder... weiß ich auch nicht mehr. Ja. Jetzt, also jetzt ist ja eigentlich Dezember. Ja. Und guck mal, du übst ja auch immer noch selber. Ja. Oder ist die Frage, wie krass kannst du dann
eigentlich jetzt schon Wheelies. Genau, aber das Ding ist so, es wird aber immer Leute geben, die es besser können. Kennzeichenschleifer, ja, Quirly schleift Rucksack und so, aber das muss ich gar nicht können. Weißt du, du hast ja gerade gesehen, vorhin vor dem Video habe ich einen Wheelie gemacht, weiß ich nicht, der war irgendwie Kilometer oder so? Kilometer. Nein, aber ein Kilometer oder so. Der war schon und der war bestimmt, ohne Schalten, also nur im dritten. Also den hätte ich noch weiter halten können, da waren dann halt Kurven und Verkehr und so, dann habe ich den abgesetzt. Ja, ja. Aber die machen das ja wirklich in kompletten Kurven fahren, also richtig dolle. Ja, David zum Beispiel, David Bost, der hat sogar in so im Schritttempo oder im langsamen Fahren Slalom gemacht. Das ist geisteskrank. Muss mal gucken auf Instagram. Aber ja, im Moment ist es doch so, dass wir beide super krass im Supersportler-Hype sind. Das ist echt so pervers. Immer vor jedem Video sprechen wir so, ey Digga. Ich will wieder Sportler. Ja, boah, es ist auch einfach... Ohne Scheiß. Ja. Also, das hier ist geil in der Stadt so. Ich feiere das auch und ich liebe das auch. Aber ich hätte kein Problem damit, jetzt mit der Superstadt, also gerade zum Beispiel mit der Gixxer, in der Stadt zu fahren. Ja. Weil die halt ohne Scheiß echt bequem dafür ist. Total, total. Ja, kann ich voll verstehen. Aber grundsätzlich ist das schon... Also, es geht. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Wollen wir irgendwie nach vorne oder... Jetzt ist grün, ne? Das ist doof. Ich frage mich, wie die Leute wirkt, wenn wir. Es ist Winter, stell dir mal vor, es liegt gerade Schnee. Und die gucken. Vlog und hier alle so Sommerbekleidung, Sonnenschein. Wird man da so ein bisschen wehleidig? Das ist schon. Bestimmt wir auch selber. Ich glaube, das werden so Videos, die ich mir von vorne und bis nach hinten selber nochmal angucken werde und denke, Junge, so lange her sind, was hatten wir für ein geiles Jahr? Jedes Video ist woanders und geil und boah. Weißt du, weil bis jetzt kam ja bei mir der Gixxer-Vlog, dann der BMW-Vlog mit der S1000RR und jetzt der hier mit dem Design. Von daher mega, mega geil. Und da wird noch so viel kommen. Ey, die vor uns ist auch eine... Ja, die vor uns ist auch eine, die ich mal hatte. Eine GSR 600. Wenn es mich nicht täuscht. Die hat genau solche Rücklichter. Eine Suzuki. Aber man sieht meinen Reifen gut aus von der Auflage. Ich habe das Gefühl, dass der voll weich ist. Der sieht irgendwie komisch aus. Da sind so zwei Striche drin. In der Mitte. Zwei Striche? Ja, so. Ich muss gleich mal tanken gehen. Ja, dann kann ich sowieso nochmal gucken. Ja, dann lass mal tanken gehen. Dann kann ich nochmal in Ruhe um das Motorrad rumgehen. Um das TÜV. Ja, machen wir. Und dann können wir das Video schon beenden. Aber guck mal, die haben nicht das Sena dran, die haben... Scala Rider oder so? Scala heißt das, ne? Keine Ahnung, das oder was noch anderes. Scala. Ich glaube, das ist Scala. Guck mal, wie tief seine Fußbremse hängt. Echt komisch, ja. Die hängt doch so. Also wenn er damit eine Kurve fährt, dann haut es ihn sofort hin. Das hebelt ihn doch direkt aus. Ja, das wundert mich richtig doll. Na, guck mal, wie tief die hängt. Im Vergleich zu meiner ist fast auf der Höhe von meiner normalen Fußraste. Das ist ja so komisch. Ja, sollen wir schon mal nach vorne, oder? Ja. Ja? Ich fahr links. Da gehst du ja 600. Kommst du durch die Mitte? Ja. Immer durch die Mitte. Junge, der hat Kennzeichenblech da unten. Krank. Der kann Kennzeichen schleifen. Weißt du, warum wir uns oft so ein bisschen dazwischen reden? Wenn ich jetzt neben dir stehe, höre ich, dass du in echt früher redest und das noch eine Sekunde oder so Verzögerung hat. Deswegen kommt man sich oft dazwischen. So. Ja. Weil es schwerer ist, das abzupassen. Boah, aber ich vermisse diesen BMW-Sound. Ich brauche den auch. Wenn ich eine Supersportler haben werde, das ist jetzt komisch, weil ich werd eine haben, das weiß ich. Ich werde mir eine kaufen. Lass mal hier rauf. Hier rauf? Ja. Also, ich werde auf jeden Fall eine werden, dann brauche ich diesen Sound. Ich brauche den so doll. Ja, ja, safe. Wenn schon richtig. So, jetzt laufen wir noch mal einmal rum. Die ist halt jetzt ein bisschen dreckig. Aber es ist halt geil, das ist dieses fluoreszierende Orange und dann nochmal so ein dunkleres Orange. Diesen Blackout-Dingern. Sieht echt richtig, richtig schön aus.
Ah ja, da hatte ich noch das kaputte Nummernschild, ne? Das bricht auch gefühlt bald wieder ab. Es kann nicht wahr sein. Es ist so heftig, was da für eine Vibration in dem Bike steckt. Aber ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Na, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier hinten, ne? Wo ist Lukas? Hier. Was machst du denn da? Hallo. Staubsaugen? Das ist Reifendruck. Ja. Okay. Wink mal. Haut rein. Und sonst sehen wir uns im nächsten Drift-Zember-Vlog oder natürlich bei Lukas, der die Reihe auch macht mit mir zusammen. Bis dahin, genau. Macht's gut. Peace und haut rein in den Rand. Pa, pa, pa.